So, hallo. Ihr wisst ja, wenn ihr die etwas älteren Videos gesehen habt, dass meine Haare ja kaum noch sichtbar waren, beziehungsweise sehr, sehr dünn. Ja, ich habe, wo ich in Bad Elster zur Reha war, habe ich Haarkluff gekriegt. Das sind so Gummidinger. Ich nehme mal eins raus. So sehen die aus. Das ist das Zeug. Gibt es im Internet zu kaufen. Ich mache euch aber die Bilder noch mal extra rein. Und die nehme ich täglich, jetzt schon seit Wochen. Und meine Haare sind wieder gut sichtbar und auch wieder dünner. Dann nehme ich Shampoo und hier Reparatur-Shampoo. Das wechsle ich beim Waschen immer wieder ab. Und ich nehme Birkenhaarwasser, das Zeug. Das tue ich dann immer wieder mal ins trockene Haar, jeden zweiten Tag einreiben. Das Gute daran ist, meine Haare sind wieder sichtbar. Sie sind ja mir sehr, sehr ausgegangen. Die sind wieder dicker. Ich bin eigentlich mit dem, was ich jetzt habe, sehr, sehr zufrieden. Das sind die zwei Tipps, die ich euch geben kann. Also wenn ich meine Haare anschaue, die sind wieder schön genommen. Schön. Ich muss sie morgen wieder waschen. Wo ich jetzt in der Physiotherapie war, habe ein Rezept abgegeben, sagte die Chefin, was sieht, deine Haare kurz? Ich sage, nee, die sind so lang wie immer. Man sieht sie nur nicht. So ist es, man fällt auf, weil man das viele, das eine und das andere nicht hat. Ich kann euch ja mal vorlesen, was in die Gummibärchen oder was das ist. Biotin. Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B6. Oh Gott, ich sehe das ja gar nicht so. Werde mal noch ein bisschen Licht anmachen, sonst kann ich es nicht alles erkennen. Biotin ist drin. Folsäure. Vitamin C. Zink. Vitamin D. D ist drin und Vitamin E. Kohlenhydrate, Energie. Davon Fettsäuren, Zucker, Eiweiß und Salz. Das ist das, was in den Produkten drin ist, in den so eine Art Gummibären oder Gummis. Man kann sie essen, sie schmecken nicht schlecht. Ich mache dieses weiter. Und mal sehen, wie lange ich noch brauche, bis ich wieder ordentliche Haare habe. Ich werde jetzt auch weitermachen, meine ganzen Fleisch. Hefte mal durchschauen, damit ich weiß, welche. Ich warte jetzt auf meine Wurstbälle, also Wurst, damit ich meine Wurst machen kann. Um im Wald zu gehen, ist das Wetter zurzeit viel zu bescheiden. Regen, Regen, Regen. Ich hoffe, dass es doch besser wird. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Mach das jetzt noch fertig, stelle das Video rein. Schreibt mir mal in der Kommentare, was ihr gemacht habt, um euren Haarausfall zu stoppen und dass eure Haare wieder dicker geworden sind. Ich habe nur mal 3 Monate nichts weiter essen können, weil ich alles herausgebrochen habe. Ich habe dadurch sehr, sehr abgenommen, über 30 Kilo. Das Ganze, was ich durchgemacht hat, hat alles meinem Körper sehr geschadet.
Aber es geht aufwärts. Ich habe zwar immer wieder mal Tage dazwischen, wo es nicht gut geht, aber damit muss ich leben. Ich kann froh sein, dass es so geht, wie es geht. Tschüss.